Wie war die Situation der Darmkrebsvorsorge im Jahr 2001, als Hubert Burda und ich nach dem Tod unseres Sohnes die Stiftung gegründet haben? Deutschland hat eine der höchsten Inzidenz- und Mortalitätsraten in Europa. Dann die Vorsorgekoloskopie, eine Leistung, die es zuvor überhaupt nicht gab. Sie wurde im ersten Jahr des Darmkrebsmonats eingeführt. Das war für uns ein unglaublicher Erfolg. Besonders beeindruckt und berührt bin ich von der Menschlichkeit und von der Weitsicht Felix Burdas. Es war Felix Burdas Anliegen, dass anderen Menschen sein Schicksal erspart bleibt. Zur Erquickung eine Sache vorweg fragen, es würde mich da jetzt alle so offen sprechen und Darmkrebs und Vorsorge. Wer im Raum hat schon die Vorsorge gemacht? Bitte mal aufstehen. Boah, nicht schlecht. Christa ist sitzen geblieben. Toll, ich gratuliere allen. Und alle anderen kommen bitte zu mir auf die Bühne und wir haben ein Gespräch. Kleiner Scherz, kleiner Scherz. Also ich war schon sehr überrascht, weil die ganzen Nominierten haben, das sind natürlich hochdotierte Mediziner, Forscher, die ihr ganzes Leben da reinstecken. Und bei uns war es eine kleine Episode in diesen Dorfgeschichten. Und dass wir dann den Preis auch tatsächlich kriegen, das hat uns schon sehr überrascht.